liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, ich begrüße Sie wieder heute zur Demonstration und danke Ihnen, dass Sie heute auch gekommen sind, um die Ukraine zu unterstützen. Heute in der Früh bin ich aufgestanden und das Erste, was ich gesehen habe, ein Foto von einem kleinen Mädchen, die heute erschossen wurde, zusammen mit ihren Mutter und Vater. Ihre zwei Geschwister sind momentan im Krankenhaus. Es ist eigentlich nicht zu fassen, was da in der Ukraine vor sich geht. Und dann hat mir meine Freundin geschrieben und ich möchte erst ihr Brief auf Ukrainisch vorzulesen, weil ich weiß, dass heute sind viele Ukrainer hier auch, die schon aus der Ukraine geflüchtet sind. Es ist ein Appell an die Ukrainer. Люди, які поїхали, ви також наш голос. Закликайте іноземців тиснути на уряди, допомагати нам. Давайте коментарі іноземним медіям. Як би вам не було важко, через важку дорогу, відіспіться і беріться до роботи. Якщо бракуватиме аргументів, покажіть мені їх фото Полінки, дівчинки з Києва, яку розстріляли разом з сім'єю в авто. Ще двоє дітей у лікарні. За нами правда. Що ми можемо просити? Чітку перспективу щодо членства ЄС, закрите небо, потужніші зброю ВПО, амуніцію. Ich möchte jetzt auf Deutsch das teilweise übersetzen. Es ist ein Brief von meiner Freundin und die bittet, dass die Europa schließt den Himmel. Das ist das Wichtigste. Es ist die Ukraine braucht auch militärische Ausrüstung, viel stärkere militärische Ausrüstung. Und wir brauchen auch eine klare Antwort zu dem Eintritt zur EU. Heute werden wieder unsere Kundgebung wird mit ukrainischer Hymne eröffnet. Und ich bitte Anastasia Kozak zum Mikrofon. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir müssen die Covid-19-Regel beachten. Bitte ziehen Sie die Maske an und bewahren Sie den Abstand. Dankeschön. За нашу свободу.
Героям слава! Героям слава! Героям!